Ich wette, du schaffst es nicht. Ah, der hatte gerade irgendwelche Halus. Ich wette, du schaffst es nicht, dass ich halt Amnesia durchsplaye. Und ich glaube, er hat damit gar nicht so unrecht. Ach komm, das Spiel an sich ist ziemlich kurz. So, die Treppe darunter, die Treppe darunter. Da ging gerade einfach so das Licht aus. Einfach so, ohne dass ich es wusste. Ich möchte eine Laterne! Oder sowas. Die kriegst du jetzt gleich. Ich würde sagen, wir machen. Hat das hier nicht mal irgendwann gespeichert? Wo speichert Nein, das? weiter. Alte Weitermachen. Archive? Genau, da rein. Aber. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie er beim Konsulat in Konstantinopel. Just saying, aber ich finde das nicht lustig. Und weiter. Na komm, Blöden, du schaffst das. Aha. Greif die Arschbacken zusammen und geh jetzt weiter. Okay, Ja, jetzt sind wir mit den leichten weiter. Kopfschmerzen. Ich sehe nichts, Mann, ich sehe nicht mal die Hand vor Augen. Immer da lang, genau. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein Gehirn. Du hast das Zunderbüchsen, dann zünde doch die Fackeln an. Ja, welche Fackeln? Da sind Fackeln an den Wänden. Ach, echt? Ja. Das 4 Zunderbüchsen. Ja, aber Nutze ich sie. weiß nicht, wo die Fackel. Ah. Zünde an. Ah. Ah. So, da jetzt der Flüssigkeit folgen. So, links rum. Ja, ich bin ja schon dabei. Geradeaus. Geradeaus. So, Aber. da ist links den Raum. Da Aber. in den Raum, das ist auch deine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne, wie geht mit mir? Das ist alles nur baufällig, darum geht es. Es ist einfach, es ist nichts Schlimmes. Es ist nur, weil das alles so So, baufällig nimm. ist. Und dann. So, jetzt kannst du mit F auch deine Laterne benutzen. Okay. Oh, das gefällt mir nicht. Los, weiter. Ich lauf doch schon. Oh, ich freue mich schon, wenn wir im Gästezimmer sind. Hörst du auf? Und im Weinkeller, im Lagerraum, Was ist im das denn? Keller. Vor allem auf dem Lagerraum freue ich mich jetzt schon. Jetzt geh weiter, Mensch, da ist nichts. Vibriert aber alles und. Ja, egal, lauf einfach weiter in die Tür rein. Hörst du auf, das so banal abzutun? Du hattest bestimmt auch Angst, wie ein kleines Kind. Ich hatte Angst, ja, aber die Betonung liegt auf hatte. Ich hab sie jetzt nicht und ich kann dir sagen, du kannst da jetzt einfach in die Tür reingehen. Ich hab sie aber jetzt. Erst mal gucken. So ist jeder Let's Player mal durch, der Amnesia spielt. Toll, danke. Ich meine, ich habe für Philipp eine Halloween Custom Story geplant. Da wird er sich freuen. Musik? Geh in die Tür jetzt. Ah, du bist schon drin. Da, siehst du den Hebel da hinten? So. You are my final effort for good things like God's willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak. Yours, young and strong. Yeah. No match.
one last thing. The shadow is following me. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Gamma. Descend into the darkness where Alexander waits and your former self. Sprich, ich soll jetzt irgendwelche Menschen killen, ja? Ja, das Öl. Kommt aber ganz am Schluss dann. Nimm das Öl auf. Einfach nur... Und so, nimm... dreh dich um, da ist ein Hebel an der Seite, den drückst du jetzt mal. Und ein Albtraum verfolgt mich und... Drück den Hebel. Hab ich doch. Geh da rein. Da ist eine Schnecke. Geh da rein. Eingangshalle. Er fiel auf den Küchenboden, Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden? Okay. Geradeaus, geradeaus. Jetzt, hör doch auf! Du spoilerst mich voll! Ja, da, okay, dann jammer nicht rum, wenn ich dir... Okay, gut, dann sag ich dir auch nicht, wenn ein Monster kommt. Das darfst du! Doch! Nein, nein, ist okay, ich bin jetzt still. Ist selber dran schuld. Ich finde das schlimm, weil ich auf sowas extrem heftig reagiere. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Treppe runter oder Gang? Hoch, Treppe, hoch, Treppe, hoch, dann rechts. Ich habe nur darauf gewartet. Ist da was? Nein. Da quiekst was. Ja, nur darauf gewartet. Treppe hoch, dann rechts. Ich bin die Treppe hoch und jetzt rechts. Und jetzt? Dann jetzt. Ja, und jetzt in die Tür da rein. Runter oder gerade durch? Ja, weiter. Geradeaus. Rein. Archive. Genau. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich seinen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Ich verstehe die Titeltexte, die Zwischentexte nicht. Im Englischen ist es einfacher. So. Also ich glaube, hier hat's eine Tür gesprengt oder so. Wieso speichert dieses Spiel eigentlich? Oder wann speichert dieses Spiel? Das ist eine gute Frage. Das sage ich dir nicht. Ach so. Ja, sonst brichst du die Aufnahme ab und das will ich nicht. Das ist nämlich gerade sehr amüsant. Nein, es ist nicht! Doch, es ist sehr amüsant für mich und bestimmt auch für eine Menge Zuschauer. Ich bin gespannt, wie das jetzt im Weinkeller dann abgehen wird. Wobei der Weinkeller noch harmloser ist, der Lagerraum ist dann noch schlimmer. Und dann kommt die Zellenarchie, die Zellenfrakte. Leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb he sought and ordered the others to clear the way. Okay. Tomorrow, I can lead the men into the structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from, the dig should be of something interesting to take back to London and the petition be. Okay, dann. Was bist denn du? Das ist ja ein kleines Viech. Ja, guck mir doch erstmal die Dinger, ob hier irgendwas Interessantes drin ist. Sowas wie zum Beispiel eine Zunderbüchse? Nein, natürlich nicht. Haben wir sonst hier was?
Auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Zunderbüchsen bringen Licht und Licht ist immer gut. Willst du nicht? Hui. Legen wir einfach mal den Stuhl hinterher. Okay. Soll ich in die andere Tür da rein oder soll ich in den Gang Du weiterlaufen? musst jetzt alles abklappern. Na gut, dann klettern wir alles ab. Kataloge? Geh nach rechts. Wieso? Ich bin gerade aber bei der Katalogentür. Ja, okay, dann geh da halt zuerst. Ja, bin ich jetzt auch. Einfach so und du kannst nichts dagegen tun. Ist hier überhaupt was? Gut, dann sage ich dir nicht, wann ein Monster kommt. Doch, das wirst du tun! Nein, das werde ich nicht. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wiedererlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, hört auf mich anzurufen.